Hallo zusammen, mit euch ist wieder Natalia. Ich wurde gefragt, wie gieße ich meine geschlossenen Systeme? Ich habe ja die Leadora im geschlossenen System. Dann habe ich zum Beispiel meine Narbona im geschlossenen System. Das sind jetzt gleiche Töpfe. Hier ist nochmal das gleiche, aber eben diese, die mit einem Blatt ist im geschlossenen System. Und zum Beispiel wie diese hier in so einem Eimerchen, das ist auch geschlossenes System. Was bedeutet geschlossenes System? Geschlossenes System ist ein Behälter oder Blumentopf. Also das sind ja eigentlich Übertöpfe, klar, für Orchideen. Die sind aus hartem Plastik. Die haben ja keine Löcher, nicht nie so. Das ist einfach ein Eimerchen Weißen drin. Hier ist auch nirgendwo Löcher drin. Ja, wie gieße ich denn sowas? Also die geschlossenen Systeme, wie gesagt, die, die keine Öffnungen haben. Das heißt, die Möglichkeit, das Wasser abzugießen, ist dann im Endeffekt nur von oben, wenn man dann ja, den Topf umdreht. Aber das bedeutet nicht, dass wir alles immer gleich gießen. Zum Beispiel, es hängt ja immer wieder davon ab, wie die Orchidee, was für einen Grund sie hat. Zum Beispiel diese hier, die hat oben feine Ränder. Moment, ihr könnt das gar nicht vernünftig sehen. Vielleicht so. Ja, das blendet. Feinere Ränder, dann eine Schicht Moos, dann gröbere Ränder und ja, Stein als Drainage. Warum habe ich es so gemacht und nicht irgendwie andersrum? Moos auf der Oberfläche. Das gefällt mir nicht, das trocknet viel zu stark, wie hier zum Beispiel, und verdunstet sehr schnell die Feuchtigkeit, habe ich nichts von. Wenn die innen drin ist, dann hält es länger an Feuchtigkeit. Aber Moos ganz unten ist nicht so gut. Also so quer, also waagerecht als Schicht. Weil dann hätten wir unten viel zu nass. Deswegen habe ich Drainage. Das heißt, wenn das Wasser, das restliche Wasser runterläuft, das bleibt dann da in den Steinen stehen. Die Wurzeln, die sich langsam aber sicher auch nach unten entwickelt haben, die nehmen das auf. Dann habe ich hier ein gröberes Rinde, damit es hier nicht zu nass ist. Je gröber, desto weniger Wasser nimmt es auf. Gröbere, dann habe ich eine Moosschicht und dann habe ich feinere Rinden, damit es nicht so schnell von oben verdunstet. Also, da soll es nicht zu nass werden und hier soll nicht zu trocken werden. Das ist oft der Nachteil von solchen Systemen, vor allem wenn, Moment, oh, nicht, dass ich jetzt meine Blüten abreiße. Der Nachteil ist von hohen Behältern, dass es dann sehr lang, also sehr lange dauert, bis es trocken ist. Deswegen muss man dann aufpassen, dass unten nicht zur die Rinde oder egal was für einen Grund wir nehmen, dass es nicht zu stark Feuchtigkeit aufhält und aufnimmt. Ja, das ist hier bei der Narbona. Ein bisschen wieder anders. Da habe ich nur Rinde. Unten habe ich dann Blättersteine als Drainage und dann nur Rinde. Geht auch. Muss man kein Moos reinmachen. So. Dann in diesem System, diese Orchidee, als ich diese Orchidee hier eingepflanzt habe, hatte sie ja noch mehr Blätter und Kindel. Die hatte sehr starkes Wurzelsystem, was sie immer noch hat. Und dann habe ich das hier rein eingepflanzt. Die hat sich hier gut eingelebt. Die Wurzeln hat sie sich schon, die waren ja nicht bis unten hin. Das ist alles schon hier nachgewachsen. Die sitzt auch in Rinde. Und weiter oben habe ich Moos eingebaut. Aber wie gesagt, das finde ich irgendwie Unfug. Das bringt nichts. Das trocknet trotzdem sehr schnell aus. Also wenn es, das muss ein bisschen weiter nach unten sein. Aber trotz allem, ja, gefällt mir dieses System ganz gut.
Nur zum Beispiel bei dieser Orchidee gieße ich anders als bei den anderen, das zeige ich euch gleich. So, und hier ist nochmal dieses System. Moment, ich nehme mal die Steine ab. Ein bisschen dran gewachsen. Seht ihr, ich halte immer so meine Wurzeln im Topf. Bei dieser, das war ja auch hier, die Mutterpflanze hatte noch Blätter, als ich die hier hineingepflanzt habe. Die Kindel waren kleiner. Mittlerweile machen die Kindel ja auch schon im Topf die Wurzeln. Manche zwangsweise. Und in diesem System habe ich so ein Moos. Waagerecht, nicht Quatsch, waagerecht, senkrecht eingebaut. Das habe ich irgendwo im Internet gesehen, so ein System, dass man hier tauche ich die nicht, sondern gieße nur ein bisschen. Und dieser Moos zieht ja sehr schnell Feuchtigkeit in sich auf. Der zieht dann die Feuchtigkeit auf und ist dann nass. Der Moos gibt ja dann der Rinde die Feuchtigkeit ab. Die Wurzeln haben die Wahl. Wenn die ein bisschen trockener sein wollen, gehen die in die Richtung. Wenn die mehr Feuchtigkeit brauchen, gehen die dann in diese Richtung. Da könnt ihr sehen, ne? Naja, und ein Teil von der Mutterpflanze ist ja sowieso an dem Moos angelegt. Das ist hier ein bisschen Kondenswasser. Trotzdem zeige ich euch gleich, wie ich so diese geschlossenen Systeme, aber trotzdem unterschiedlich gieße. Also, bei diesen beiden, dadurch, dass die Pflanzen sehr stark sind, brauchen viel Feuchtigkeit, die haben viel Grün, also na Bohne nicht so viel, aber hier die Leodora sowieso, die hat ja sehr viel Blatt und braucht dementsprechend auch Wasser. Deswegen diese beiden, die gieße ich so, dass ich einfach die mit Wasser voll mache. Einfach, aber ich mache dann so überall, dass ich auch auf diese Wurzeln ein bisschen. Und ich gieße generell mit Regenwasser. Ich habe die Möglichkeit immer frisches, ja, was heißt Möglichkeit immer frisches Regenwasser. Also ich habe Regentonne und natürlich im Sommer sehe ich zu, dass wenn das Wasser schon blüht, grün ist oder so, dann nehme ich das Wasser nicht. Aber wenn, so wie jetzt, dann hole ich mir das Wasser rein und dass das ein bisschen zu drinnen stehen bleibt und ist dann auch nicht mehr so kalt. Also ist gar nicht kalt, sondern Zimmertemperatur. So, jetzt habe ich Wasser reingemacht bis hier oben hin und lasse hier so 10 Minuten, 10 Minuten ungefähr stehen. So, das ist dann einmal da je. Die Narbona, die wunderschöne Narbona, die blüht so schön. Ist zwar noch nicht alle, sind noch nicht alle Blüten auf, aber trotzdem. Die Blüten, die frischen, die sind wunderschön. Die ein bisschen älter sind, die werden dann langsam rosa. Und die frischen, die sehen dann so aus. Eine Narbona könnt ihr unterscheiden. Es gibt ja noch andere Sorten. Narbona ist, der hat diesen Verlauf. Ja, dieses Korall mit Gelb. Oder so cremefarben ist es. Die Zunge ist so pink. Und hier oben, auf dem hinteren Blütenblatt, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie das richtig heißt, hier ist es dann so ein weißer Strich. Das ist ein Zeichen für Narbona. Es gibt noch so ein Koral oder so heißt der. Der hat nicht diesen Strich. Der sieht sehr ähnlich aus, aber der hat diesen Strich nicht. Seht ihr? Hier vorne, hier oben ist so ein Strich. Und Koral, der ist noch ein bisschen kräftiger, finde ich, von der Farbgabe her. So, das war einmal das. Die bleibt ja jetzt mal so stehen. Die Leodora, die gieße ich auch so. Meine Gießkanne ist leer. Mache ein bisschen Wasser wieder in meine Gießkanne. Ich habe dann immer so zu Hause in so einem 5-Liter-Kanister, passt nicht in die Kamera, 5-Liter-Kanister mein Regenwasser stehen. So, jetzt habe ich hier wieder Wasser nachgeschüttelt.
So, und dann gieße ich auch am besten überall die Oberfläche, nicht nur auf einer Stelle, dass die oberen Wurzeln auch ja, Wasser bekommen. Natürlich nur, wenn es geht. Manchmal sind die so dicht an die Blätter an den Töpfen und so, dass man da schlecht drankommt. Und vorsichtig, nichts kaputt machen. Vor allem das Herzblatt. Hier die Blüten, die geht wahrscheinlich morgen auf. Und die fangen erst an, Knospen zu bilden. Und so gieße ich das am besten überall einmal lang und dann eben bis es ja, voll ist. Wenn ich überall war, dann kann ich auch einfach auf einer Stelle mein Wasser reingießen. So, das ist jetzt bis oben hin. Das kann ich jetzt euch schlecht zeigen. Wenn ich jetzt das kippe, dann ja, läuft das Wasser aus. Also das ist jetzt bis oben hin hier. Und dadurch, dass da aber Moos eingebaut ist, der nimmt ja viel Feuchtigkeit schon an sich sofort auf. Da gieße ich das Wasser gleich schon aus. Deswegen habe ich die zuerst gegossen. Da wird auch das Wasser als letztes abgegossen. So, dann diese hier ist derselbe Topf, Rinde und nur ein bisschen oben Moos. Dadurch aber, dass diese Pflanze nur ein Blatt hat und sonst nichts und ist nicht in Wachstumsphase, die Wurzeln sind jetzt im Moment auch nicht in Wachstumsphase, da mache ich nur mit so einem Sprühflascher einmal oben ein bisschen Feuchtigkeit rein. Bisschen hier so. Ich spüre auch den Stamm auch ein bisschen an. Wie gesagt, das mache ich, wenn ich die Orchidee an sich ansprühe, nie abends, sondern vormittags. So, das war's. Und da wird nichts mehr gemacht. Das reicht, weil die nimmt gar nicht so viel Feuchtigkeit auf. Weil da unten ist noch ein bisschen Feuchtigkeit. Da läuft jetzt noch ein bisschen was runter. Die Wurzeln sind bis unten hin. Das heißt, die Orchidee kann sich die Feuchtigkeit holen. Mehr mache ich hier nicht. Nicht jetzt im Winter. Weil eben die Pflanze gar nicht so viel Feuchtigkeit braucht. Das heißt, diese Pflanze ist jetzt fertig gegossen. Bei dieser Pflanze, dadurch, dass sie auch diesen Moos von oben bis unten hat, mache ich dasselbe. Man kann natürlich auch mit der Gießkanne. Ich mache das mit dem Sprüher, weil ich einfach auch die oberen Wurzeln erwischen möchte und den Stamm ein bisschen ansprühen möchte, also der Mutterpflanze, ne? Damit, falls da doch eine Knospe wieder aufwachen möchte, aufgehen möchte. Das reicht auch schon. Jetzt läuft also das Wasser hier ein bisschen runter. Ja, noch ein bisschen kann man. Und das alles, was jetzt auf dem Boden dann stehen bleibt, das nimmt das Moos dann auf und zieht es hoch. Und das reicht. Wie gesagt, es ist jetzt Winter. Die Tage sind sehr kurz. Die Feuchtigkeit wird sehr, sehr, sehr langsam verbraucht, deswegen nicht zu viel. Sparsam. So, und da kann man sehen, die Wurzeln sind gleich schon grün geworden. Das heißt, die sind gar nicht so leer. Das sind ja die Wurzeln, die funktionieren ja so, dass sie wie ein Schwamm Feuchtigkeit aufsaugen und es hier in diesem, jetzt komme ich nicht drauf, auf jeden Fall hier in der Wurzel das dann speichern und das nach und nach dann der Orchidee abgeben. Wenn ihr seht, diese Wurzeln, die Luftwurzeln, sind so schrumpelig, so trocken, das ist ein Zeichen, dass die nicht genug Feuchtigkeit bekommt. So, und das war's schon. Die sind jetzt fertig gegossen, die beiden. Bei der Leodora, das hat ja jetzt kurz gedauert, das reicht aber auch schon. Nehme ich jetzt einfach den Topf. Und gieße auch schon das Wasser ab. Ich halte dann
mit meinen Fingern ein bisschen so die Rinde fest, dass es mir nicht alles rausläuft, also rausfällt. So, und dann gieße ich das einfach ab. Ich gieße die Feuchtigkeit, also das Wasser, so viel wie es geht ab. So, damit da nicht mehr so viel drinne bleibt, was dann im Endeffekt noch unten sich sammelt. So, also ihr könnt sehen, nur zwei Stückchen sind mir rausgegangen, so ganz kleine, aber sonst nichts mehr. Die lege ich wieder auch zurück. So, und jetzt zeige ich euch, wie das aussieht. So, die Wurzeln, die sind teilweise noch nicht grün. Aber das macht nichts, dadurch, dass es jetzt da drin schön feucht ist. Der Moos ist ja richtig nass, die ist jetzt richtig schwer. Die Wurzeln saugen sich mit dem Rest noch auf. So toll sieht sie jetzt aus. Und das, was zu viel war, vielleicht noch in der Rinde, im Moos, das läuft gleich in die Drainage runter. Und ja, da können dann die Wurzeln, die sich schon unten breit gemacht haben, dann nach und nach auch aufnehmen. Die Wurzeln werden nach und nach jetzt grün und das ist ein Zeichen, dass sie sich mit Wasser auffüllen. Da ist das Moos, was ich euch erzählt habe, das ist dann, wenn es dann in so einem geschlossenen System anfängt zu wieder zu leben, der wächst dann auch schön, sieht schön aus, finde ich. Also mir gefällt auch diese Ansicht überhaupt. Ja, jetzt ist die Leodora gegossen. So, und jetzt mache ich auch das Wasser aus der Narbonne raus. Ich schiebe das ein bisschen zur Seite hier, damit ich keinen Blütentrieb kaputt mache. Moment. So, weil diese, die hat ja drei Blütentriebe. Also zumindest, Moment, zeige ich euch gleich nochmal von Weitem. Die ist schon fast, also viele Blüten sind schon aufgegangen. So, und hier halte ich dann auch so ein bisschen mit meiner Hand fest. Moment, ich schiebe das noch ein bisschen und gieße das auch ab. Sonst mache ich das normalerweise am Waschbecken ganz normal. Also jetzt zeige ich euch das, dass ich das in einen Topf abgieße. Und hier ist jetzt ein bisschen Schweinerei. Sonst mache ich das ganz normal im Waschbecken weg und fertig. Da habe ich dann ja auch mehr Platz. Und wenn was daneben geht, macht das nichts. Man kann auch diese geschlossenen Systeme so gießen, dass man wirklich nur ein bisschen Wasser reinmacht und das war's. Die Orchidee holt sich das Wasser schon. Ich suche mir einfach Zeit, dass ich Zeit für meine Pflanzen habe, dass ich auch Zeit habe, die so zu gießen, dass ich das Wasser auch abgießen kann. Vor allem im Sommer, im Winter braucht man das vielleicht nicht unbedingt. Im Sommer braucht die Pflanze sehr viel Feuchtigkeit und dann muss ich die schon mit Wasser richtig, dann muss ich so tauchen, ne, sag ich mal, oder Wasser auffüllen und dann stehen lassen, dass die Rinde nass wird. So, und jetzt könnt ihr sehen, wie das aussieht. Die Wurzeln, bei der Narbonne werden die Wurzeln gar nicht grün, sondern so bräunlich. Das liegt wahrscheinlich an den Pigmenten, was die Pflanze an sich trägt. Die sind nie grün. Deswegen ist natürlich für die Anfänger ein bisschen irritierend, wenn man sagt, Silber trocken, grün braucht man dann nicht gießen. Und hier, die werden nie grün, die werden dann so grau-braun, so. So sehen die aus. So, ja, das ist jetzt auch gegossen. Jetzt klebe ich hier an dem Insekten. Klebe. Ich mache immer solche Klebestückchen, damit, falls sich irgendwo mal eine Fliege verirrt, dass die dann ja wieder gleich limitiert wird. So, jetzt zeige ich euch mal, wenn das reinpasst. Das ist jetzt einmal, dann zweimal. Moment, so, zweimal. Jetzt hat sie schon fünf Blüten auf. Zwei gehen noch auf jeden Fall auf. Hier hat sie 1, 2, 3, auch 5 Blüten auf und eine geht noch auf. Und dann hat sie hier auch nochmal noch ein.
sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Die erste Knospe ist jetzt auch aufgegangen. Ja, die braucht auf jeden Fall auch Platz. Ich zeige euch gleich, ich nehme mal euch mal hoch, um die Pflanze euch von weiter oben zu zeigen. Moment. So, ja, die ist ein bisschen, also das hat sie ja nach, also die hatte ja hier schon einige Blüten und hat das weiterentwickelt. Die beiden hat sie neu gemacht. Die hat jetzt im Herbst keinen neuen Blütentrieb gebildet, sondern hat sich auf dem alten Blütentrieb sozusagen weiterentwickelt. Ja, so blüht sie bei mir. Ich mag die Blume, die Farbe ist toll. Und wie gesagt, die blüht jetzt seit 2 Jahren, ununterbrochen. Die entwickelt immer weiter, entweder einen neuen Blütentrieb oder an dem alten Blütentrieb immer weiter, weitere Knospen macht sie dann auf. Deswegen schneide ich nie die Blütentriebe vom Vorjahr oder so nie ab, weil da kann immer was dazu kommen. Ja. Das war jetzt einmal ein Video über, wie gieße ich meine geschlossenen Systeme. Danke für Zuschauen und bis zum nächsten Mal.